Erlaub dir doch wirklich auch einfach mal größer zu denken und außergewöhnlich zu denken, weg von dem gewöhnlichen Leben hin zum außergewöhnlichen Leben. Ich wünsche mir selber für mich jeden Morgen einen außergewöhnlichen Tag, ein außergewöhnliches Leben. Und das ist auch ein Leben, in dem ich mir vorstelle, wie ich unendlich viele andere Menschenleben berühre. Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule Podcast-Folge. Ich habe echt lange überlegt, was ich machen soll, habe hier ein bisschen überlegt, da ein bisschen überlegt, mir hier was rausgeschrieben und dann dachte ich mir, weißt du was, ich werfe alles über den Haufen. Ich mache jetzt was ganz anderes. Ich muss gerade lachen, weil vor mir steht Alexa und die blinkt die ganze Zeit und ich dachte gerade, das wäre echt lustig, wenn jetzt ein Lied angeht oder so. Aber gut, warten wir mal ab, was sie tut. Sie tut auf jeden Fall irgendwas. So leicht bin ich hier abzulenken. Auf jeden Fall habe ich dann alles über den Haufen geworfen, habe gesagt, nee, weißt du was, ich mache jetzt eine kleine Zusammenstellung aus Sätzen, die ich in meinen Coachings immer wieder höre, in der Arbeit, die ich jetzt schon längere Zeit mache mit meinen Coaching-Klienten, kommen einige Sätze immer wieder und die würde ich gerne ja unter die Lupe nehmen und würde sie vor allen Dingen für alle von euch verändern. Und das gilt jetzt für all diejenigen, die sagen, ich möchte ein eigenes Unternehmen gründen, aber das gilt auch für all diejenigen, die sagen, egal was ihr vorhabt, ihr möchtet ein außergewöhnliches Leben und möchtet irgendwas in die Welt bringen oder möchtet, weiß ich nicht, möchtet einfach Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens sein. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, gerade ist mir ein Megasatz untergekommen und zwar aus einem wunderbaren Buch für, ich würde sagen, es ist schon eher für, also lohnt sich für jeden zu lesen, ist aber schon eher so für Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon ein bisschen weiter sind, die jetzt tatsächlich auch gucken wollen, okay, langfristig, wo geht's hin? Möchte ich mein Unternehmen skalieren? Ich nenne es trotzdem, es heißt Scaling Up, skalieren auch Sie von Vern Harnish und ich finde das unglaublich gut, das Buch. Und in dem Fall bin ich über ein Zitat gestoßen vom Microsoft-Gründer Bill Gates. Und zwar hat er das auf einer Pressekonferenz gesagt und dieser Satz ist toll und mit diesem Satz möchte ich hier diesen Podcast starten. Als Paul Allen und ich vor über 30 Jahren Microsoft gründeten, hatten wir hochfliegende Träume über Software und deren gesellschaftliche Bedeutung. Wir sprachen darüber, dass auf jedem Schreibtisch und in jedem Haus ein Computer stehen würde. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel von diesen Träumen Wirklichkeit geworden ist und wie viele Leben wir berührt haben. Ich hätte mir nie ausmalen können, was für ein unglaubliches und bedeutendes Unternehmen aus diesen ursprünglichen Ideen hervorgehen würde. So. Was machen wir mit diesem Satz? Wir machen mit diesem Satz Folgendes. Auch Bill Gates hätte sich niemals ausmalen können, wie viele Leben er berührt. Und auch du kannst im Prinzip ein Bill Gates sein, ja? Musst ja kein Softwareentwickler sein, ja? Aber mach dir klar, dass du Leben berühren kannst, dass du Menschenleben verändern kannst. Und ich weiß, dass ganz viele unter euch sich das ja insgeheim auch wünschen, nur einen Unterschied hier auf der Welt zu machen. Und ich höre immer wieder, ja, ich weiß nicht, ob ich über mein Unternehmen auf Social Media sprechen soll und ich weiß nicht, ob die Leute das nicht nervt und ich weiß nicht, ob das den Leuten nicht zum Hals rauskommt. Mache ich damit überhaupt einen Unterschied? Rede ich nicht irgendjemandem irgendwas nach? Also kopiere ich nicht irgendjemandem? Rede ich nicht das, was jeder andere auch sagt und so? Und davon möchte ich dich jetzt loslösen, wenn du gerade sagst, hey, ja, das habe ich auch schon mal gehabt, dass ich so dachte, so, ja, wer bin ich denn überhaupt? Und pff, das, was ich mache, ist doch Pillepalle und so. Das denkst du nur, ja? Erlaub dir doch wirklich auch einfach mal größer zu denken und außergewöhnlich zu denken, weg von dem gewöhnlichen Leben hin zum außergewöhnlichen Leben. Ich wünsche mir selber für mich jeden Morgen einen außergewöhnlichen Tag, ein außergewöhnliches Leben. Und das ist auch ein Leben, in dem ich mir vorstelle, wie ich unendlich viele andere Menschenleben berühre. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich so denke, ja, denk doch nicht so episch und so, komm, ne, nimm dich nicht so ernst, nimm dich nicht so wichtig. Und dann switche ich das sofort, denn es ist wichtig, sich wichtig zu nehmen. Das ist auch so ein Satz, ja, den kriegen wir irgendwann mal mitgegeben. Nimm dich nicht so wichtig, nimm dich nicht so ernst. Doch, tu das.
Das ist ganz, ganz wichtig. Kommt immer darauf an, in welchem Kontext, ne? Mit Blick auf deine Probleme, ja, weil Probleme gibt es im Prinzip nicht. Nur wenn du wirklich nicht weißt, was zu tun ist, wenn du nicht Zugang hast zu den Ressourcen, die dir zur Verfügung stellen, dann ja. Also da macht der Satz auf jeden Fall Sinn. Aber mit Blick auf das, was du aus deinem Leben machen möchtest, ist dieser Satz zu streichen. Jetzt streichen. Stell dir mal vor, wie ich jetzt in deinem Kopf so diesen Satz streiche. Genau. Also nochmal zu dem Zitat. Auch Bill Gates hätte nie gedacht, was er mit seinem Mitgründer da auf die Beine stellt. Und es soll nur zeigen, dass alles möglich ist. Und das ist so das Erste. Ja, dieses Erste, ja, wer bin ich schon unter diesen 1 Million Gründern, Unternehmerinnen, Unternehmern, Coaches, was auch immer du machst, ja, wer bin ich da schon? Diesen Satz streichen, denn du bist einzigartig, du bist ganz besonders mit dem, was du tust. Und wenn das schon 10 andere gemacht haben, gut so, dann weißt du, dass es funktioniert und du wirst das Ganze jetzt auch noch revolutionieren. Wir denken ja sowieso nicht in Wettbewerb, ne? Es gibt auch 1000 andere Business Coaches da draußen. Ich gucke nie nach denen. Mir ist es egal, was sie machen. Natürlich inspiriere ich mich auch oder hole mir auch Inspiration, ja. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, oh mein Gott, es könnte sein, dass ich keine Kunden mehr habe, weil da ist jetzt der neue Business Coach irgendwie auf dem Markt und der ist so toll und macht das und das und ist viel besser. Würde ich nie auf die Idee kommen. A, gibt es genug vom Kuchen, ja, ist genug für alle da. Und B, bin ich besonders. Ich mache wieder etwas anders als andere. Und das habe ich heute auch einer Coaching-Klientin mitgegeben, die jetzt auch noch recht am Anfang, was das angeht, steht und wir auch noch viel am Thema Money-Mindset arbeiten und die auch noch ein bisschen in ihre ja, Hülle reinwächst, sage ich mal. Ne? Das ist dieses Thema Project Me auch. Wie hast du ja wahrscheinlich in den vorherigen Podcast-Folgen schon mal von gehört, wie kann ich meine Persönlichkeit dahingehend transformieren, dass ich meine Ziele auch erreiche. Ja? Die Hülle darf groß genug sein für das, was du auf die Bühne bringen möchtest. Da steht sie eben gerade noch am Anfang und genau ihr habe ich mit auf den Weg gegeben, sich einen Quest zu machen, wirklich mal eine Handy-Reminder, das habe ich übrigens selber auch, jeden Tag einen kleinen Reminder um 13 Uhr, um 16 Uhr, wann auch immer, der dich daran erinnert, an das, was du dir morgens gesagt hast, ich bin besonders, ich habe einen außergewöhnlichen Tag, um dich einfach nur kurz daran zu erinnern. Und die Frage, bei mir steht zum Beispiel die Frage, was macht mich besonders? Und das sage ich mir dann jeden Tag. Das ist eine Sache, sagen ja immer, oh Gott, gerade wenn wir so busy sind, wenn wir viel zu tun haben, ja, für Persönlichkeitsentwicklung und Fokus auf mich habe ich gerade nicht und so. Das ist doch Blödsinn. Wir haben doch alle eine Minute am Tag. Das dauert ja nicht mal eine Minute, das ist das Lustige. Naja, in jedem Fall, dich daran zu erinnern, wie besonders du bist und wie besonders und außergewöhnlich dein Leben ist und noch werden wird. Das wird ja alles noch viel besser. Hashtag the best is yet to come, sage ich ja auch immer. Ne? Genau. Und ihr hatte ich diese Übung mit auf den Weg gegeben, weil auch sie sagte, ja, ich mache doch irgendwie auch sowas Ähnliches wie jemand, ich nenne jetzt keinen Namen, jemand, der schon sehr bekannt ist im Bereich Selbstliebe, Meditation etc. Und dass ich gesagt habe, ja, aber guck dir doch mal dann das Vergleichen erlaubt, guck dir doch mal das Angebot an. Was ist Nummer 1 dein Angebot? Was macht das schon wieder ganz anders und speziell? Knüpft das vielleicht sogar an dem Angebot, was diese Person auf dem Markt hat? Also kannst du vielleicht sogar noch Kunden weiterführen aus ihrem Angebot. Plus, du bist einzigartig, du und deine Persönlichkeit. Du sprichst wieder andere Menschen an. Ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal gesagt, aber du sprichst wieder andere Menschen an als alle anderen in deinem Bereich. Genau, das ist der zweite Satz, den ich streichen möchte. Wenn jetzt kommt, ich kopiere doch jemanden und vielleicht ist da die Konkurrenz zu groß und vielleicht haben die Leute das Gefühl, ich mache genau dasselbe. Nee, wenn du herausfilterst, ja, wenn du herausfilterst, was dich besonders macht, was du wirklich hier in die Welt bringst mit deiner eigenen Persönlichkeit, ganz individuell, wenn du das kurz und knapp den Menschen, also was haben die Menschen davon, klar machen kannst, dann wird nie wieder jemand sagen, hey, du kopierst doch den oder den. Und das sagen diejenigen ja sowieso nur, wenn das schon mal jemand zu dir gesagt hat, so du, dann machst du ja genau dasselbe wie XY. Dann ist das auch nur, weil du die Angst davor hast. Ja? Und die spiegeln dir ja nur das, was du im Prinzip über dich selber denkst. Also darfst du an dem arbeiten, was du über dich selber denkst. Da sind wir wieder beim Thema Project Me. Im Übrigen mal ein kleiner Teaser. Ich hatte ja einen Livestream. Also wenn du das hörst hier, dann hatte ich einen Livestream vergangenen Mittwoch. Und da ging es eben um das Thema Project Me, wie wir uns selber zum Projekt machen, das Projekt sozusagen, das allerwichtigste Projekt dieser Welt.
wie du eben deine Identität, deine Persönlichkeit transformieren kannst, mit allen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, vielleicht auch alte Muster, so dass du dein altes Ich zurücklassen kannst und dein neues Ich auf die Straße bringst. Und das ist neu Ich, das hat natürlich auch, ja, das hat die Wahl, das ist frei, das hat die Möglichkeit, die von dir gesetzten Ziele zu erreichen und ein Leben zu leben ohne Kompromisse. Und wenn du da interessiert bist, dann schreib mir unbedingt mal, weil dann können wir einen Project Me Call machen und gucken, wie kannst du ganz individuell für dich, wie kannst du das vielleicht in den nächsten Monaten in dein Leben integrieren, also dich zum Projekt zu erklären. Das ist aber nur was für die Mutigen unter euch. So. Und zu diesem Thema oder beziehungsweise mit Blick auf, um da auch den Kreis zu schließen, immer auch zu gucken, ja, wenn du jetzt wächst, wenn du rausgehst mit etwas, wenn du, das muss ja nicht mal ein Unternehmen sein, ja, aber wenn du merkst, ich strebe für I'm shooting for the big star, hat mein Coach immer gesagt, ich strebe nach dem außergewöhnlichen Leben, dann heißt es auch eben, sich die eigene Persönlichkeit anzuschauen und da ranzugehen. Hat alles mit dem Unterbewusstsein zu tun, mit dem, was in unserem Gehirn alles so gespeichert ist. Ist eine, wie eine Festplatte, ja. Und wenn wir uns verändern wollen, dann dürfen wir daran. Dann dürfen wir da mutig sein und daran gehen. Habe ich alles hinter mir. Mein letztes Project Me war im Mai. Und da bin ich wirklich nochmal ein Stück gewachsen. Und es fühlt sich unglaublich gut an. Genau. Und jetzt lasst mich doch mal überlegen. Jetzt hatten wir den zweiten Satz. Ich kopiere doch. Den streichen wir. Und dann möchte ich gerne noch einen dritten, ist es, ob es jetzt ein Glaubenssatz ist oder einfach eine Blockade, ja, wir müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir immer wieder in meinen Coachings auch unterkommt. Und das ist wirklich so dieser Perfektionismus. Und der macht in keinem Lebenskontext Sinn, wenn du dir das Lebensrad mal anguckst, ne? Verschiedene Lebensbereiche, in keinem Lebensbereich macht Perfektionismus Sinn. Ich hatte ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Lebensprototyp, teste mal aus, was sonst noch so möglich ist, ne? Und da heißt es auch eben erstmal nicht ganz perfekt rauszugehen. Das ist wie mit dem eigenen Business. Und ich weiß, dass es am Anfang immer schwierig ist. Wir wollen ja auch möglichst perfekt dastehen. Wir wollen am liebsten auch unser Business hier, gerade mit dem Blick auf das Business, wollen wir ausstatten mit einem ordentlichen Branding, mit einer Corporate Identity, mit irgendwie den perfekten Farben, einem Logo, einer Landingpage und so. Frage ist aber, und ja, irgendwann macht das Sinn, das sage ich gar nicht, aber Frage ist, was ist gerade dein Ziel? Und wenn dein Ziel ist, eine Sicherheit zu bekommen, dass das, was du tust, für dich funktioniert, im Business-Kontext zum Beispiel einen Kunden zu gewinnen, dann ist das nicht die oberste Priorität und dann heißt es auch nicht zu perfektionieren, sondern da heißt es erstmal loszulegen, da heißt es wirklich an die Menschen heranzutreten. Und die meisten Menschen brauchen am Anfang nicht irgendeine Website, die sie sich angucken, sondern brauchen halt einen Kontakt. Ja, geh mit den Menschen in Kontakt. Und genauso ist das bei einem Lebensprototypen. Ja, auch da, wenn du vorhast, irgendwie ein bisschen leichter in deinem Leben zu werden, mehr Leichtigkeit reinzubringen, dann brauchst du nicht zu überlegen, okay, an welchen Ecken und Kanten kann ich jetzt feilen, damit ich ein bisschen weicher werde und leicht werde. Nein, fang mit einer kleinen Sache an. Und konzentriere dich vor allen Dingen auf die richtigen Sachen. Ja, das ist ja dieser Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Du kannst den Baum fällen mit einer Nagelfeile, kannst den Baum aber auch mit einer Säge fällen. Und was ist jetzt effizient? Natürlich beides ist, also es ist effektiv in jedem Fall. Also du kommst zum Ziel mit beiden Tools, aber die Säge ist definitiv effizienter. Genau. Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, dann sind das oftmals auch Ausreden, ja. Ich muss hier noch die Website erst machen und will ja hier machen und habe das nicht verstanden und ich brauche eigentlich auch einen Plan. Im Prinzip brauchst du ein Commitment mit dir selbst, eine Entscheidung, eine klare Entscheidung, dass du das so nicht mehr möchtest und dass du da was verändern möchtest und dass du dafür jetzt auch losgehst und dich traust, ein bisschen Mut. Und wenn du das jetzt hier gerade hörst, auf einmal merkst du, wie du ganz mutig wirst, ja? Das ist das, was ich dir zum Abschluss mitgeben möchte. Ich habe dir jetzt eine gehörige Portion Mut geschickt, hinzugucken, loszugehen, zu machen, nicht zu viele Gedanken zu machen, Vertrauen, einfach auch darauf zu vertrauen, dass alles immer für dich passiert. Und das ist ein Satz, vielleicht kannst du ihn nicht mehr hören, ist auch egal, den kannst du nicht genug hören. Also dieser Satz, es ist immer alles für dich und du darfst vertrauen, der ist ganz, ganz wichtig.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, auch wenn sie Freestyle war, aber ich bin sicher, dass du einiges mitnehmen konntest, sind wie gesagt diese drei Sätze, die ich in meinen Coachings immer höre, mit denen wir jetzt aufgeräumt haben und die dir jetzt die Bahn freiräumen für dein Unternehmertum oder auch das Unternehmertum des eigenen Lebens. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne ein Feedback, unglaublich gerne auch eine Bewertung auf iTunes, damit der Startup-Schule-Podcast noch bekannter wird und vielleicht magst du ja auch einfach mal bei Insta schreiben. Ich schreibe immer persönlich zurück. Das schwöre ich hoch und heilig. So, einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer du die Folge gerade hörst. Genieß den Tag, genieß dein Leben.